Zur aktuellen Ausgabe Ihres Spreewald-Journals heiße ich Sie herzlich willkommen. In dieser Woche haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Ausstellung Querbeet in Fettschau. 25 Jahre MZL Lübbenau. Vierter Hindenberger Seepokal. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. Mit Pfiffi auf Reisen. Hinweise aus dem Veterinäramt OSL. Ferienzeit ist Reisezeit. Dabei zieht es auch viele Heimtierbesitzer in die Ferne. Oft dürfen Hund, Katze und Co. als festes Bestandteil der Reisegruppe dabei nicht fehlen. Und so tauscht auch so manch Vierbeiner eine Zeit lang Körbchen gegen Liegestuhl. Was ist dabei zu beachten gilt, weiß das Veterinäramt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. Pünktlich zum Start in die Urlaubssaison veröffentlicht es ein Faltblatt. Neue Regelungen im Reiseverkehr mit Heimtieren. Diese steht ab sofort auf der Internetseite der Kreisverwaltung www.osl-online.de zum Herunterladen bereit. Fotos Querbeet sind bis Ende Oktober im Fettschauer Stadtschloss zu sehen. Alles Querbeet heißt die aktuelle Fotoausstellung des Fettschauer Fotozirkels im Foyer des Fettschauer Stadtschlosses. Die 24 Arbeiten sind in den vergangenen 4 Jahren entstanden, in denen dieser Zirkel besteht. Von den einst 19 Teilnehmern hat sich ein Stamm von 10 Hobbyfotografen gebildet. Galt es als erstes, sich und fotografische Grundkenntnisse kennenzulernen, die eigene Kamera zu beherrschen und bei gemeinsamen Fototerminen Erfahrungen auszutauschen, geht es mittlerweile um Bildgestaltung, die Fotokomposition, der Umgang mit dem Licht und anderes mehr. Zirkelleiter Heike Hohmann hob besonders das Treffen mit dem Fotografen Erich Schutt hervor, von denen die Zirkelteilnehmer eine Menge lernen konnten. Die Zirkelmitglieder treffen sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 19 bis 21 Uhr im Freizeittreff des Bürgerhauses. Vielleicht erfüllt sich auch der Wunsch von Bürgermeister Ben Kanzler und es stoßen noch weitere Interessierte zum Zirkel hinzu. Brandenburgs Bildungsministerium startet ein Pilotvorhaben. Am 30. Juni fand die Auftaktveranstaltung für ein landesweites Pilotvorhaben statt. Ziel ist es, die Medienbildung an Brandenburger Grundschulen zu verankern und mit dem neuen Rahmenlehrplan zu verknüpfen. Alle 430 Grundschulen des Landes konnten sich bewerben, doch nur 8 Grundschulen können teilnehmen. Die Jenaplan Grundschule aus Lübbenau ist eine dieser Schulen. Schulleiterin Carola Groß präsentierte auf der Veranstaltung das Schulkonzept und die Erwartungen an das Pilotvorhaben. 2 Jahre wird nun an der Schule die Medienbildung als gesamte gesellschaftliche Aufgabe fest in den Rahmenlehrplan integriert. Dies ist ab dem Schuljahr 2017/2018 übrigens für alle Grundschulen Pflicht. Das 25-jährige Bestehen des Medizinischen Zentrums Lübbenau gab Anlass, die Erfolgsgeschichte einer ambulanten medizinischen Versorgung der besonderen Art zu erzählen. 120 Gäste lauschten der Erfolgsgeschichte am 8. Juli bei einem Festempfang. Am 1. Juli 1991 wurden aus der ehemaligen Poliklinik die Medizinische Zentrum Lübbenau GmbH und die Medizinisches Zentrum Lübbenau Verwaltungs GmbH. Beide Unternehmen verschmolzen 2006 zur MZL GmbH. Das Stammkapital konnte von Anfang 77.000 Euro auf nun mehr 250.000 Euro erhöht werden. Was aus dem Gebäudekomplex geworden ist, wie er sich entwickelt hat und ausgeführt wurde, mit hochmoderner Medizintechnik und fähigem Personal, das sucht in der Region seinesgleichen. Ja, als ich vor 24 Jahren hier angefangen habe im Haus, da haben unsere Ärzte noch nicht mit einer elektronischen Krankenakte gearbeitet. Da gab es auch, da wurde noch mit Bleistift und Papier geschrieben. Die ganze Abrechnung ging damals noch mit der Hand. Das wäre heute natürlich gar nicht mehr denkbar. Wenn Sie selber mal sehen, wie viel Informationen heute schon auf einem Rezept sein müssen, Abrechnungsnummern, Krankenkassennummern und so weiter, wäre das heute nicht mehr möglich. Wir haben aber wirklich seit vielen Jahren schon modernste Technik, die wir auch immer wieder neu ausstatten und ergänzen. Kerstin Böse teilte mit Geschäftsführerin Karin Linke und Aufsichtsratschef Rainer Schamberg die angenehme Aufgabe, den geladenen Besuchern die Erfolgsgeschichte gemeinsam zu erzählen.
Zukunft sehen, dergestalt aus, dass wir uns bemühen, immer ein komplexes Angebot für Lübbenau, für die Lübbenauer Patienten zu finden, dass wir möglichst viel unter einem Dach anbieten, möglichst viele Fachrichtungen, allerdings auch immer in der Grundversorgung, also das, was wirklich die breite Masse der Bevölkerung braucht. Wir haben hier keine hochspezialisierte Medizin, dafür sind die Krankenhäuser da. Für uns geht es eigentlich darum, das anzubieten, was der Normalbürger braucht oder was tagtäglich gebraucht wird. Das heißt, wir betreuen zum Beispiel auch sehr viele Herzpatienten, sehr viele Diabetiker, aber auch die Patienten, die eine ganz normale, die vielleicht Erkrankungen im Bewegungsapparat haben oder so, oder auch chirurgische Hilfe benötigen, aber alles eben ambulant. Im Laufe der 25 Jahre wurden beharrlich die Bedingungen geschaffen, dass heute 17 Ärzte 11 Fachrichtungen abdecken und jährlich rund 52.000 Patienten zu deren Zufriedenheit versorgen. Also wir sind sehr stark hausärztlich aufgestellt. Wir haben einige Hausärzte, das sind Allgemeinmediziner und Internisten. Und das wird dann ergänzt durch Fachabteilungen. Wir haben zum Beispiel eine sehr leistungsstarke Unfallchirurgie, Der Chirurg ist auch gleichzeitig D-Arzt und betreut Betriebsunfälle. Wir haben eine orthopädische Abteilung, eine HNO-Abteilung, eine Hautabteilung, Kinderabteilung. Es gibt, was ich überlege, ob ich was vergesse, HNO hatte ich glaube schon gesagt, eine Gynäkologie, eine Orthopädie, sodass insgesamt dann niedergelassen arbeiten wir auch hier im Haus zusammen mit einer Urologin, einer Radiologin, dass insgesamt hier im Haus jetzt 11 Fachrichtungen präsent sind. Gern werde hier bis zum Rentenalter gearbeitet, das viele schon erreicht haben oder demnächst erreichen werden. Den Generationswechsel hinzubekommen, werde die große Herausforderung der kommenden Jahre sein. Glückt es, weiterhin Medizinnachwuchs zu gewinnen, könne mit dem MZL auch künftig dem Ärztemangel in der ländlichen Region begegnet werden. Die Sorbeln spinnen. Landkreis Dahme-Spreewald schreibt Wettbewerb aus. Der Landkreis Dahme-Spreewald möchte die sorbisch-wendische Kultur- und Sprachanwendung aktiv fördern und lobt für das Schuljahr 2016/17 einen Wettbewerb für Schulklassen aus. Die Sorben spinnen. Mit dem Spinnrad wurde früher Flachs und Wolle gesponnen. Dazu gab es die Spinnstuben, wo es neben der Arbeit viel zu erzählen, zu scherzen, zu spielen und zu singen gab. Mit dem Projekt sind Schüler aus dem Landkreis Dahme-Spreewald aufgerufen, selbst zu spinnen und sich Geschichten, Theaterstücke, Spiele oder Lieder auszudenken, die einen regionalen Bezug zur sorbischen, wendischen Geschichte, Sprache und Kultur vorweisen. Zugelassen zum Wettbewerb sind Beiträge von Schulen aus dem LDS. Dabei ist die Zusammenarbeit mit altersübergreifenden Gruppen, Kindergarteneltern und Großeltern ausdrücklich erwünscht. Die Ausschreibung und das Anmeldeformular stehen auf der eingeblendeten Internetseite zum Download bereit. Einsendeschluss ist der 30. September 2016. Oftmals ist es der Nachwuchs, der den Herzschlag der Freiwilligen Feuerwehren vorgibt. Zu erleben war dies beim Lübbenauer Jugendfeuerwehrlager am 8. Juli. Mädchen und Jungen aus der Stadt und den Ortsteilen schlugen ihre Zelte in Hindenberg auf, das für 2 Tage die Herzkammer des Feuerwehrlebens bildete. In der Königsdisziplin Löschangriff nass ging es beim 4. Hindenberger Seepokallauf um Erfolg und Anerkennung. Insgesamt gingen 15 Mannschaften der Lübbenauer Jugendfeuerwehren an den Start. Bereits zum 4. Mal kreuzten Nachwuchsmannschaften ihre Stahlrohre. Darunter 5 Bambini, eine Jugend- und 10 Kindermannschaften sowie ein gemischtes Team. Dieses setzte sich aus Feuerwehrsportlern aus mehreren Orten zusammen, um auch jenen eine Chance einzuräumen, die in der eigenen Mannschaft aufgrund der vorgegebenen Teilnehmerzahl keine Berücksichtigung fanden. Den ein oder anderen Löschangriff nass bescherte der Wettergott von oben. Thank you.
Liebe Zuschauer, das waren die Nachrichten aus Ihrer Region. Haben Sie Wünsche oder Anregungen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de oder besuchen Sie uns auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr Spreewaldjournal einschalten. Auf Wiedersehen!